Moin Leute! Herzlich willkommen hier zurück auf Kleines Land von Kalle, den Super Ultramapper! Ja! Kalle ist der Super Ultramapper, ne? So, wir müssen heute mal Mist fahren. Es nützt nichts. Svenny muss Mist fahren. Oh. Heider nein! Oh, 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 oh. Wisst ihr, was ich cool finde? Bald kommt die neue Map von Kalle raus. Ja. Wisst ihr, was ich nicht so cool finde? Ich habe Kalle ein Versprechen gegeben, noch nicht vorher reinzugucken, sondern erst dann, wenn ich sie bekomme. Ja. Das war nicht so gut. Aber ich halte es ein. Hat's versprochen, ich mach's. Aber ich freue mich. Aber ich weiß nicht, ob da ein kleines Land weiterkommt, Leute. Das muss ich mal gucken, wie das so mein Zeitmanagement so hinkriegt, ne? Das müssen wir dann mal gucken. Aber jetzt machen wir erstmal Misty Mist. Damit das auch mal erledigt ist. Hier soll ja noch... Oh, ich hab da unten nicht ganz zu Ende, ne? Oh. Da muss ich heute auch ein bisschen quälen, ne? Ich wollte ein Bild machen. Und Trekking-Schlipper. Ist halt so, wenn der Arbeit ist. Seid gespannt, ne? Bald kommt die Map Frühling vom lieben Kalle. Juhu! Ah, ich freue mich. Ah, es gibt doch immer wieder Sachen, wo man sich drauf freuen kann, ne? Ist das nicht schön im Leben? Ja, ne? Ich finde das auch schön. Von Kalle, den Super Ultramapper. So, wir fahren jetzt Mist, da müssen wir Ballen sammeln. Dann. Weiß ich auch nicht. Boah, ich bin platt wie eine Flunder, ne? Ich weiß nicht warum. Ich glaube, ich mache zu viel in letzter Zeit. Ich hatte einen schönen Arbeitstag. Endlich sind die ollen scheiß langen Schienen fertig. Juhu! Juhu! Und? Ja. That's alive. That's alive. Ja, ich muss, glaube ich, mal Nase putzen, ne? Ich hab's mit einem Rüssel. Und ganz wichtig, hinterher immer wieder Mikro entmuten, ne? Sonst ist das nicht so günstig, wisst ihr? Ist mir auch schon passiert. Hatte ich OBS-Update, ne, und habe nicht nachgeguckt, weil so schlau war ich doch noch nicht. Da musst du dann öfters mal das Mikro wieder einstellen, ne? Dann erzählt sie hier was und erzählst und erzählst und guckst dir die Folge an. Oh, kein Ton. Juhu. Das ist dann nicht so günstig, ne? Alter, nein, haben wir viele Siloballen. Da können wir aber auch eine Winterparty mit Silage feuern, ne? Wir haben noch 3 Wiesen zu mähen, ne? Hatte ich noch gesagt, ne? Aber wir hatten ja jetzt den Kompass da doch mal in Beschlag genommen. Mal gucken, was das wohl so wird. Ich weiß es noch nicht, ich bin da ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung, was da wohl so mit wird, ne? Aber wir könnten zur Not noch ein bisschen Gülle auf die Wiesen demnächst fahren, ne? Wir mähen die im Frühjahr nochmal und dann kriegen wir 2 Wiesen um. Da kommen Rüben hin. So war mein Plan, also zumindest auf eine Fläche, dass wir auch schon mal Schweine in Beschlag nehmen können. Weil wird ja mal Zeit, auch mal wieder andere Tiere zu haben, ne? So ein paar Schnitzelsteckdosen wären ja schon nicht schlecht, ne? Damit der Kalle auch mal wieder ein Steak hier auf den Grill legen kann. Nee, ganz cool. Ach, ich hab's vergessen. Ich drück immer auf den Reserver bei dem IAC, da hat ja gar keinen. Sollte man dran denken, ne? Wird zumindest schicki feini.
gut, dass ich den Knopf gedrückt habe, ne? Hammerhart, ey. So, guck, 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 guck. Läuft. Oh. Ups. Oh, so ein Mittagsgähnerchen muss ja auch mal sein, ne? Hä? Im Moment schlafe ich morgens echt total lange, ey. Im Moment stehe ich morgens immer jetzt auf eine olle Weckerklingel, ey. Das habe ich bestimmt ein Dreivierteljahr nicht mehr gehabt. Aber im Moment kann ich morgens auch lange im Bett liegen bleiben, ne? War zwar vorher kurz wach, aber ich habe mir gedacht, da war es Viertel nach vier. Ne, jetzt stehst du nämlich auf. 10 Minuten bleibst du noch liegen. Und dann macht's piep, 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 piep. Kennt ihr, ne? Und dann denkst du dir, oh nee, ich schon wieder so weit und was. Ist nicht so korrekt, ne? So ein Wecker am Morgen, oder? So um 4:45 denkst du dann, ist nicht schön. Aber egal, kriegen wir alles hin. Hauptsache wir kriegen hier gemistet. Dann können wir nämlich den Truck umsetzen. Anderson Ballenwagen hatte ich gemietet, hatte ich glaube ich gesagt, ne? Dass wir nächste Folge mal anfangen können, ein paar Bellekiss runterzuholen. Dass wir da safe sind, dann können wir da noch ein bisschen Gülle drauf fahren. Ne, ihr 14:55 ist schon wieder am Ölrettich drin. Wir haben ja noch ein paar Flächen, ne? Wo jetzt Ölrettich drauf kommt. Ich weiß zwar nicht, wie sich das mit Precision Farming verhält, aber das kriege ich auch noch irgendwie raus. Wenn du es nicht testest, kannst du es nicht wissen, ne? Ist so. Und Precision Farming kommt ja jetzt auch demnächst in 22er, kann das sein? Heide, neide. Wieder ein Dings mehr, ne? Und Reha-Reifen ist schon im Mod-Hub, ne? Nicht schlecht. Für den 22er. Ja, so langsam kommt der 22er in Schwung, ne? Richtig gut, oder? Trotzdem muss ich heute Nachmittag irgendwie noch rauskriegen, wie ich die Achsen für mein G29 in LS17 aktiviere. Ich weiß es nicht. Es ist zum Mäusemelken und ich habe da keine Lösung für. Wo sind denn die ganzen schlauen Leute hier auf diesem Kanal, die sich damit auskennen? Ich fange nicht an, wieder die Lenkräder umzubauen. Dieses olle LS-Lenkrad, das ist so. Da hängst du hier so. Brauchst du gar nicht mehr auf den Monitor gucken. Deswegen nehme ich das nicht. Und dann hast du da auch so Kackpedale. Ja, so braun flauschig, ne? Erstes Mal ist da so ein Absatz dann dran. Und dann zwei Pedale. Nee, kann ich nicht mitfahren. Vielleicht kann Patische da mitfahren. Sollen wir Patische LS17 spielen lassen? Ja, oder? Wundert mich, dass der noch gar nicht hier Pfötchen gibt. Guck mal. Chickorken hinter hier auf der Fläche. Ich glaube, die kleine müssen wir noch, ne? Ah, perfekt, ey. Perfekto. Pflanzenschutz müssen wir auch noch betreiben, ne? Ist nicht chicky funny. Wir fangen da unten an, ne? Oh, Trock steht da auch schon, ne? Sollen wir mal waschen? Nee, ne? Kommt schon Unkraut. Heide, nein. Unkraut ist ganz schön fix hier auf der Map. Ich habe den ersten drin, ne? Ich vergesse es immer wieder, ne? Das ist ein Graus mit mir, ne? Das ist ein Graus mit mir.
Jetzt kommen wir, was wir am Freitag streamen sollen. Was sollen wir denn am Freitag streamen? Bräuchte doch mal so einen Plan. Damit ich mit meiner Planung da auch mal irgendwie hinkomme. Wenn ich sage, wir streamen NF Marsh, ist keiner da, ne? Ja, ich weiß es nicht mehr. Und Streamform weiß ich nicht, ob wir genug zu tun haben für den ganzen Stream, ne? Zwei Meter vorher ist das Ding leer. Ist ja auch nicht so günstig. Oh, Bulle Henry! Guck mal! Bulle Henry! Bulle Henry, der alte Schlawiner. Neuerdings ist er nur noch draußen, seit ich den Fernseher aus dem Stall weggenommen habe, ne? Hab ich schon mal gesagt, ne? Seitdem ist er echt viel draußen. Nicht nur an und ins Stall. So. Du bist schon fertig? Kann ja gar nicht. Nee, kann auch nicht. Du hast ja auch schon wieder 5 Bauern ausgelassen da vorne. Ja, es ist so. Was willst du dazu noch sagen? Was willst du dazu noch sagen? Nix mehr, oder? Kannst du gleich die ganze Fläche selber sehen, ey. Kein Wunder, dass du so schnell fertig bist. Und wieder diese alte Gewackel hier. Manchmal frage ich mich, warum ich es nicht selber mache, ne? That was not so good. Etwas very knappes. Kann gut Englisch, ne? Weiß gar nicht, warum ich so gute Laune hab. Wisst ihr auch nicht, ne? Ich auch nicht. Oh, Schild. So, jetzt mal den halben Alkan auf der Plattform, ne? Ist immer ganz günstig. Gut, dass er im Frühjahr noch mal tiefen gelockert wird, ne? Normal bräuchten wir eine Kuban, oder? Meine Milchschafe machen keine Milch mehr. Wie kommt das Schild dahin? Hoffentlich hat er nicht Kalle gesehen, ne? Krieg direkt wieder Mecker. Und ich fordere nicht mehr. Wie kommt das Schild dahin? Ich sehe gar nichts. Ist nicht so schön. Das ist nicht so schön, ne? Wenn nichts hieß, ist auch was für ein Hintern. Ich sehe nur noch Ballen. Wo ich hingucke, sehe ich Ballen. Wir können hier echt eine Silage-Party feiern, ne? Also wenn einer Bock hat auf Silage-Party, ne? Sagt mal Bescheid, könnt vorbeikommen, ne? Hier ist Silage-Party. Machen wir so einen schönen Silageabend, ne? Ein bisschen krass Silage, ne? Da haben wir so ein bisschen was von dem Angebot. Komm wieder rum. Glaub nicht, ne? Ne. Ich hab's gewusst. So, hier noch hin. Ne, das passt gar nicht in eine Bahn, wa? Ne. Glaub nicht. Wir werden es gleich sehen. Ne, passt nicht. Map Frühling, ne? Ich bin ja echt gespannt, ne? Aber ich habe schon einen Plan. Da fahren wir mit Deutsch. Und wahrscheinlich den 1455 Beast. Das sind so meine drei Schlepper, die ich von da schon eingeplant habe, ne?
Habe ich auch schon Kalle geschrieben, dass ich die Fütter eingeplant habe. Diese Ölgradig, dann kannst du rein theoretisch jetzt auf die große Ecke umgesiedelt werden, ne? Ja. Wer hat das Schild hier weggebrackelt? Einer neu. Ich weiß es nicht. Da müssen wir noch mehr, ne? So, liebe Leute, ich sag aber erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf diesem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.